Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Ja, ganz recht, Alex. Wir haben zwar im letzten Part den Hybriden besiegt, aber es geht scheinbar noch weiter. Es war auch schon der Abspann hier und ich dachte mir, okay, jetzt ist das Spiel halt vorbei, ne? Aber dem ist es noch, dem ist es nicht so. Und das ist auch das erste Spiel, das ich spiele, wo es nach dem Abspann weitergeht. Also ich bin sehr, sehr, sehr überrascht. Wir müssen jetzt mit Leuten quatschen. Scheinbar ist hier vorne auch schon der Erste. Denn, wie gesagt, der Hybrid ist erledigt und wir müssen uns jetzt auf eine neue Gefahr vorbereiten. Die Wächter sollen kommen und uns scheinbar alle übernehmen. So sieht man sich wieder. Ja, grüß dich. Wie ich sehe, hast du dein Ziel, Tariks Platz einzunehmen, erreicht. Du scheinst nicht überrascht darüber zu sein. Nein, deine Pläne sind mir mittlerweile hinreichend bekannt. Doch wird deine Regentschaft nicht von Dauer sein. Wer soll mich daran hindern? Du? Meine Armee wird euch alle das Fürchten lehren. Bald schon werdet ihr bereuen, dass ihr euch mit mir angelegt habt. Ach, komm, Saddam, jetzt brauchst du nicht so anstellen. Du wirst jetzt bezahlen für deinen Verrat. Kältewert entsprechend. Gib auf, Saddam, deine Mutanten sind größtenteils vernichtet oder werden es bald sein. Ich werde nicht gegen dich kämpfen. Kältewert zu niedrig. Mich wirst du nicht so leicht besiegen. Ich glaube, wir werden einmal das zweite hier nehmen. Gib auf, Saddam. Deine Mutanten sind größtenteils vernichtet oder werden es bald sein. Gib auf, Saddam. Deine Mutanten sind größtenteils vernichtet oder werden es bald sein. Mag ja sein, dass du schon viele meiner Soldaten beseitigt hast. Aber die letzte Schlacht hast du noch nicht geschlagen. Die gegen mich. Deine Zeit ist vorbei. Du hast keine Chance gegen mich und das weißt du auch. Also tu dir selbst einen Gefallen und triff jetzt die richtige Entscheidung. Pah! Habe ich denn eine Wahl? Ich werde dich gehen lassen, aber nur unter einer Bedingung. Du verschwindest und kehrst nie wieder zurück. Seit wann gehört denn Gnade zu deinen Eigenschaften? Die freien Menschen lehrten es mich. Wer weiß, irgendwann wird sogar jemand wie du einmal erleuchtet. Ah, gut. Du lässt mir ja keine Wahl. Ich werde gehen, doch... Vergiss nicht. Vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht in einem Jahr, aber es wird der Tag kommen, an dem wir uns wiedersehen. Also erlaube dir besser keine Schwächen mehr, so wie nach deiner Exekution, denn ich werde da sein. In deiner schlimmsten Stunde. Ja, super. Das sind Zukunftsaussichten. Ich muss mal kurz was schauen. Und zwar bei den Optionchen Ton. Audio. Kann man hier bitte die Musiklautstärke noch ein bisschen drosseln? Ich würde mal sagen so. Danke. Weil das ist doch ein bisschen zu laut. Da. Ich hoffe, es ist besser. Tarek ist verstorben. Entschuldigung, da muss ich noch husten. So. Also, flotter Elend. Tarek ist gestorben. Saddam hat ihn umgebracht. Hurra. Was gibt es Schöneres? Okay, wir dürfen uns porten. Und zwar... Oder zahlt sich es gar nicht aus? Einfach rausrennen, sind wir schneller, ne? Ulbricht, Sestak und Thorald sind hier. Dann machen wir gleich die hier fertig, dann können wir uns porten. Also rennen wir mal raus. Jo, dann geht es hier glatt weiter. Ich freue mich. Ich freue mich. Das ist ein weiterer Pluspunkt für das Spiel. Ich habe ja auch bemängelt, oder... Ja, bemängelt kann man das schon so nennen. Zwecks Grafik ein bisschen, ne? Also diese Mimik halt. Mimik und Gestik, die hier ein bisschen fehlen tut, finde ich. Im Vergleich zu Risen. Wow, ich sollte da nicht runterfallen. Ich dachte, da geht's runter. Hier geht's runter. Ja, es geht schon runter, aber halt in den Tod. Wir wollen ja nicht sterben. Zumindest sollte das die Regel sein. Ich vermisse schon ein bisschen diese Mimik und Gestik von Risen, besonders Risen 2, damit hat sie angefangen. Risen 3 habe ich ja noch nicht gezockt, das wird ja auch ein Projekt werden in Zukunft. Will umschauen hier, ne? Was, ob was für uns passendes wäre, brauchbares wäre, aber das ist nichts.
Ja, das fehlt hier vielleicht ein bisschen, aber ansonsten muss ich sagen, das Spiel ist groß. Und wie es ausschaut, haben wir auch einen neuen Gegner, weil da oben ist noch immer das Kranzerl, ne? Was ja scheinbar von den Wächtern oder für die Wächter da so, ne? Der nächste Gegner quasi, der auf uns zukommt. Also das Spiel ist echt Hammer, muss ich echt sagen. Ich habe jetzt wirklich damit gerechnet, dass Schluss ist, aber nichts da. Herr Ulbricht. Die Alps haben den Großteil ihrer Streitkräfte verloren. Doch die Verluste auf unserer Seite waren viel zu zahlreich. Echt? Wir dürfen jetzt unsere Kräfte nicht weiter aufreiben. Ignadon und dem Hort müssen wir jetzt unsere ganze Aufmerksamkeit widmen und es auch weiterhin gegen seine Feinde verteidigen. Es heißt, du seist beim Hybriden gewesen. Ist das wahr? Ja. Und ich habe Neuigkeiten für euch. Nun denn. Sag schon, was ist es? Der Hybrid ist erledigt und wird den Menschen nicht mehr gefährlich werden können. Das wird den Alps einen gehörigen Dämpfer verpasst haben. Wir können nur hoffen, dass sie irgendwann wieder zur Besinnung kommen und ihren menschenfeindlichen Weg wieder verlassen. Die Menschheit hat dir viel zu verdanken. Ich gebe zu, ich hatte bei dir so meine Zweifel. Ja, doch am Ende brachte ein Mann, von dem man es am wenigsten erwartete, uns allen wieder Hoffnung. Und das warst du. Ich hoffe, dass auch du deine Erleuchtung nach diesem ganzen Chaos finden wirst. Möge Kalan über dich wachen, mein Sohn. Dankeschön. Das wäre sehr nett. So, Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Hier haben wir, da haben wir den Chef von den Separatisten, Christi. Die Verteidigungslinie ist vernichtet. Elixir Totarik hat die Schlacht verloren. Es wird lange Jahre dauern, die vom Hybriden geschlagenen Wunden unseres Volkes wieder zu heilen. Du bist bis zum Ende den Weg mit mir gegangen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht damit gerechnet. Viele Opfer sind gebracht worden. Jetzt müssen wir uns auf den Wiederaufbau konzentrieren. Du warst beim Hybriden. Ja, es war ein harter Kampf, den ich am Ende für mich entscheiden konnte. Deine mentale Stärke ist bemerkenswert. Jeder andere Alp wäre schon im Ansatz den mentalen Angriffen des Hybriden erlegen. Die Maschinen scheinen die Elix-Zufuhr herunterzufahren. Ich gehe davon aus, dass er tot ist. Ja, das ist er. Gut, dann haben wir Alps endlich die Möglichkeit, die von uns verursachten Schäden wieder zu richten. Du warst der stärkste und effektivste von uns, Jax. Du hast die Wendung in unserem Krieg herbeigeführt. Viele von uns werden dich aber immer noch als Bedrohung ansehen und dich auch weiterhin bekämpfen. Ich werde darum versuchen, so schnell es geht, dafür zu sorgen, dass wieder Ruhe und Ordnung in unserem Volke vorherrscht. Gute Arbeit, Commander. Das Volk der Alps hat dir viel zu verdanken. Ja, danke schön. Wo ist Vadek? Wo ist mein Vater, dieser alte, miese, dicke, fette... Wo ist Vadek? Wo ist mein Vater? Er ist kurz nachdem du das letzte Mal hier warst, gegangen. Ich hatte vermutet, dass er sich deinem Kampf anschließen wird. Das hat er nicht? Nun, dann weiß ich nicht, wann er wiederkommt. Er wird nicht wiederkommen. Ich denke, er ist auf der Flucht. Aber... Er hat mich verraten und er wird wissen, dass ich es jetzt auch weiß. Und darum suchst du ihn jetzt, ja? Tja, dann werden wir ihn so bald nicht wiedersehen. Irgendwann vielleicht. Wer weiß. Tja, mir wär's lieber gar nichts. So einen Verwandten braucht man nicht. So, wo haben wir den nächsten? Ein Berserker. Ein Berserker. Hallo Thorald, wo bist denn du? Ein Outlaw? Soll jetzt hier nicht eigentlich weggehen? Die Leute sind so komisch, tralala. Die Leute sind so komisch, tralala. Du bist nix der Richtige. Ich glaube, der ist da drüben irgendwo, ne? Thorald. Der eine halt, ne? Hallo.
Wo du seien. Da ist er. Hallo, Thorald. Ist es endlich geschehen? Freilich. Hast du den Hybriden umkehren können? Na, töten. Es gibt keinen Hybriden mehr, den man umkehren könnte. Er wird ein neues Zeitalter einläuten. Na, der ist hin. Es gibt keinen Hybriden mehr, den man umkehren könnte. Was denn? Willst du damit sagen, er ist tot? Verdammt. Ich hatte gehofft, dass... Ach, wie auch immer. Die Hauptsache ist, dass sein Einfluss auf die Alps mit ihm gestorben ist. Nun, sie werden so schnell noch nicht akzeptieren, dass ihre Zeit nun vorbei ist. Mhm. Viele von ihnen werden weiterhin das Elex in den Norden bringen, in der Hoffnung, damit die nächste Evolutionsstufe zu erlangen. Solange sie das tun, werden sie auch nicht aufhören, uns zu bekämpfen. Ja, aber das ist nicht wichtig. Allein was zählt ist, dass wir von jetzt an in der Gewissheit leben, dass es sich bessern wird. Ich fürchte, das wird es nicht. Der Hybrid hat das Elex sammeln lassen, um Magalan auf die Ankunft einer höheren Spezies vorzubereiten. Er nennt sie selbst die Wissenden. Und sie werden bald schon hier bei uns sein. Ja. Ich hatte so etwas schon befürchtet. Doch ich war zu verblendet, um es wahrhaben zu wollen. Töricht von mir zu glauben, dass die Ankunft des Meteors das einzige sein würde, das uns hier unten erreicht. Wie viel Zeit wird uns noch bleiben? Ich weiß es nicht. Die Rede war von wenigen Jahren. Gut. Dann werden wir uns vorbereiten müssen. Die Zeit wird von heute an unser ärgster Feind. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Du hast Großes vollbracht. Ohne dich wären wir vermutlich schon alle verloren. Du kannst wahrlich stolz auf dich sein. Die Menschen werden deine Beharrlichkeit und deine Stärke auch in der Zukunft brauchen. Ich hoffe auch weiterhin an deiner Seite stehen zu dürfen, wenn es beginnt. Also, gib auf dich Acht, bis wir uns wiedersehen, mein Freund. Oh, cool. Danke, Chef, Freund. Stimmt, die Wissenden. Ich habe jetzt Wächter gesagt zu denen. Die Wissenden heißen die. Entschuldigung, ich wusste irgendwas mit W. Das musste reichen. Die Wissenden kommen. Ja, die Aliens, ne? Nur der Glaube wird die Menschen befreien. Okay, der hat nichts mehr zum Reden mit uns. Wo geht man jetzt hin? Ich würde... Was haben wir hier? Logan, du Saukerl. Na, warte, na. Dich nehmen wir uns zur Brust. Wenn es sein muss, hau ich den jetzt zu Brei. Ob jetzt Nestis Bruder ist oder nicht, ist mir wurscht. Der Kerl, der Schirche. Dass sowas echt... Nimm der kluger Junge. Sehr gut, die Erfahrungspunkte haben wir bekommen. Ich sollte mich mal heilen, warte mal ganz kurz. So, ist schon besser. Logan, du kleiner Bastard, ich werde mal kurz speichern, Moment. So. So und so. Wenn er plötzlich auf die Idee kommt, uns zu Brei schlagen zu wollen, dann müssen wir ein bisschen gesund sein. Na, du bist kein... Ich hörte, du warst bei dieser Höllenmaschine, dem Freilich? Hybriden. Und wenn es so wäre? Pah, man munkelt, du hättest ihn sogar erledigt. Ach komm schon, du Penner, das glaubt dir doch keine Sau. Echt jetzt, du! Glaub doch, was du willst. Er wird uns jedenfalls keine Probleme mehr machen. Ha, dann haben die Alps wohl was, auf dem sie eine Weile herumkauen werden, was? Für so ein kleines Licht wie dich keine so schlechte Leistung, das alles. Wenn überhaupt stimmt, was man sich erzählt. Egal. Also, wenn jetzt nichts Wichtiges mehr ist, dann... Ich hab meinen Kram zu erledigen. Du bist so ein Arschkerl. Logans Weltanschauung. Ja, zum Speiben ist die. Echt zum Speiben. Verschwinde. Ich hab zu tun. Ach, halt die Klappe, Blauauge. So, da vorne, den haben wir, glaube ich, eh, ne? Das ist ja der Teleporter vom Südpass. Yo. Dann würde ich sagen, wohin als nächstes? Fangen wir vielleicht da drüben gleich mal an. Hier wäre Reinhold. Reinhold wäre als nächstes dran. Jo.
Reinhold, der Reinhold, Reini, Reini, Rein. Reinhold, Reinhold, lalalala. Reinhold hin, Reinhold her, Reinhold die Lein. So, wo ist er denn? Wo müssen wir hin? Da irgendwie? Oje. Ich und meine Orientierung sind nicht Freunde. War der da im... Ah, da vorne, glaube ich, ne? Der war's. Ja, natürlich. Sicherlich, freilich. Christi? Karl! Das tötet Theorie Leute. Theorie und Praxis müssen sich die Waage halten. Jawohl. Man sagt, der Hybrid habe seinen Status verändert. Sagt man sich das? Ja. Es heißt, er sei tot. Ja. Das ist richtig. Ich habe ihn getötet. Ist das wirklich wahr? Kalan sei Dank. Dann hat unsere Not endlich ein Ende. Das sind wahrlich gute Nachrichten. Gell? Du sollst eine angemessene Anerkennung dafür bekommen, mein Boah. Sohn. Möge Kalan dich beschützen. Dankeschön. 2000 Splitter, bist du narrisch. Danke. Das ist mal nett. Das ist aber nett. So, next one. Ist schon Goliath, ne? Big Jim. Nein, nein, nichts noch. William. Da werden wir gleich dahin porten. Machen wir halt so einen Kranzel, ne? Irgendwie werden wir schon alle durchkriegen. Ich bin gespannt, ob es dann immer noch weitergeht oder ob dann wirklich Schluss ist mit dem Spiel, nachdem wir mit allen gequatscht haben. Ich habe nichts Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Aber das ist cool, dass nach dem Abspann noch was kommt. Ich mag das auch bei Filmen sehr gern, wenn nach dem Abspann oder während dem Abspann auch schon so kleine Filmsequenzchen sind, was auf die nächste Folge oder zukunftsbedingt Sachen da sichtbar sind. Wisst ihr, was ich meine? Ne? So eine kleine Story. Wieso ist da rot und sind Viecher? Wo ist der William da drüben? Her von und zu William. Irgendwo hier, ne? Bist du in deinem Hittel drin? Der pennt hier, ne? Hey Sears. Du, wir müssen uns mal unterhalten. Ja, gern. Was willst du? Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass du im Eispalast beim Hybriden warst. Wie kommen die ganzen Schwachköpfe hier eigentlich auf so einen Mist? Wahrscheinlich, weil es die Wahrheit ist. Aber keine Sorge. Schon bald wird niemand mehr über den Hybriden sprechen. Ach ja? Hm, auch egal. Es ist eh nicht mein Job, mich um die Belange der Eisklötze aus dem Norden zu kümmern. Bist du sicher, dass du hier alles im Griff hast? Bist du sicher, dass du hier alles im Griff hast? Ich würde dir raten, das Gerede nicht noch weiter anzustacheln. Du machst mir die Leute hier nur noch verrückter mit dem Mist. Also, Schnauze halten, dass das klar ist. Ja, ja, wie auch immer. Was? Ah, schon gut. Wenn ich dir von der Ankunft der Wissenden und den uns bevorstehenden Problemen erzähle, platzt dir wahrscheinlich das Hirn. Ich habe keine Ahnung, von was für einer Sauerei du da sprichst, aber ich rate dir, sie besser... Entspann dich, alles wird gut. So, und jetzt werde ich mich wieder um wichtigere Dinge kümmern. Mach das. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Super. Hohlbirne. Unglaublich. Okay, also. Ja, nächster. Der nächste. Wen haben wir hier? Reinhold. Ragnar. Genau, Reinhold. Ich bin auch ein Reinhold. Ragnar. Wen haben wir hier noch? Alois. Da werden wir den zuerst machen, ich würde sagen. Oder? Ist eigentlich wurscht. Machen wir die Runde fertig. Gehen wir nach Goliath. Wurscht. Vielleicht geht sich das ja alles in einem Part aus. Das wäre noch cooler. Dann werden wir gleich sehen, ob es noch weitergeht. Ob dann quasi so ein Zeitsprung kommt. Keine Ahnung. 10 Jahre später oder was? Keine Ahnung. Oder ob es vielleicht irgendwann mal ein DLC geben wird zu dem Thema, die Wissenden, oder ob es vielleicht ein Elix 2 geben wird. Das wäre auch cool. Bah. Mir kam zu Ohren, dass der Eispalast gestürmt wurde. Jo. Ja, wir haben es geschafft. Was für eine gute Nachricht. Wie ist die Sache denn jetzt ausgegangen? Jemand war beim Hybriden, wurde mir gesagt. Der Hybrid ist tot. Ich habe ihn besiegt. Wirklich? Ha! Das ist die größte Sache, die ich je erleben durfte, seitdem mir Thorat das Vertrauen geschenkt hat, die Leitung von Goliath zu übernehmen. So ist es also wirklich wahr geworden. Wir hatten es nicht zu hoffen gewagt. Ab dem heutigen Tage werden wir also in Freiheit leben dürfen. Mhm. Und du hast uns dazu verholfen. Gut gemacht.
Das Volk der Berserker steht tief in deiner Schuld. Der Umstand, dass du sogar einer der Unsrigen bist, erfüllt mich mit besonderem Stolz. Oh. Mögen deine zukünftigen Kämpfe stets siegreich sein, Retter der Menschheit. Boah, ist das schön gesprochen. Schön gesprochen. Jetzt fällt noch der Hofknicks. Es ist irgendwie dunkel geworden, ne? Boah, wie cool. Da freut sich unser Schäfchen. Das freut mich auch. Feine Geschichte. Okay. Wird das jetzt morgen oder ist jetzt, wird das Nacht? Ich glaube, es wird morgen, oder? Ich habe nichts Ahnung. Wenn, dann würde ich mich... Doch, es wird morgen. Freilich. Passt schon. Passt. Alles gut. Wir müssen weiter. Was denn Unfug? Aber du hättest immer so viel aufregen, ist schlecht fürs Herz. So, dann schauen wir da noch vorbei. Und dann bei uns im Lager. Und dann schauen wir, was nachher passiert. Ob es wirklich ein Zeitsprung ist oder ob das jetzt wirklich der letzte Part sein wird. Was ist denn da? Busch. Irgendwie vermisse ich meine... Wäre es Bombe gewesen. Hoppala. Ich glaube, ich habe jemanden umsonst umgebracht, oder? Was machst denn du, Banditenanführer? Der ist rauschig, okay. Und da haben wir noch einen Kritter. So, passt. Haben wir jetzt ein bisschen Ruhe? Danke. Wer ist jetzt dieser Bombi gewesen? Hoffentlich habe ich jetzt nicht irgendwen umgebracht, den ich nicht umbringen hätte sollen. Egal. So. La 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 la. Servus, ich habe den Passierschein A38, gell, dass du weißt. Gregor. Da. Dann ein Stückchen rauflaufen. Falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt, wo wir hier sind, hier haben wir unser Frauchen getroffen, glaube ich, oder? Ha, das weiß ich selber nicht mehr. War das hier oder war das das andere Lager der Kleriker? Ich glaube, es war schon hier. Wo ist jetzt unser Typi? Ist er drinnen im Haus? Ich glaube, halt... Also, Knieport. Unser Frauchen, die gute Kaya. Servus, Alois. Ja? Gibt es etwas Dringendes? Natürlich. Wie du dir denken kannst, habe ich alle Hände voll zu tun. Du stehst doch hier rum. Diese Stadt regiert sich leider nicht von alleine. Darum entschuldige bitte, wenn ich kurz angebunden bin. Der Mensch braucht schließlich Führung, gerade an diesem Ort. Der ist ziemlich... Mit dem haben wir noch gar nie gequatscht. Du bist also der Boss hier. Du bist also der Boss hier. Sagen wir der Einfachheit halber, dass ich die Stelle bin, an der alle Fäden zusammenlaufen. Aber vertiefen wir das Thema nicht weiter. Sonst landen wir noch bei der Politik. Und danach steht mir nicht der Sinn. Falls du übrigens von mir etwas erbitten willst, vergiss das. Wir sind gezwungen, mit unseren Rationen zu haushalten. Die Schutzsuchenden durchzufüttern ist eine logistische Herausforderung. Die Situation spitzt sich immer weiter zu. Abessa ist zu einem Schmelztiegel des Krieges geworden. Das wird sich bald ändern. Der Hybrid ist erledigt. Ah, gute Neuigkeiten in einer turbulenten Zeit. Dann ist der Kampf gegen die Alps also vorbei. Noch nicht ganz. Viele von ihnen haben noch nicht begriffen, was auf sie zukommt. Ich hoffe, dass wir schnellstens wieder Ruhe und Ordnung in unser Land bekommen. Nur eine Frage der Zeit. Gut. Dann lass uns dafür sorgen, dass wir diese heiße Phase überstehen. Also, pass auf deinen Rücken auf. Sehr gut. Seit wann hast du den Vorsitz über die Kuppelstadt? Stimmt, da war ja vorher jemand anders, ne? Was muss ich über die Kuppelstadt wissen? Frag mal so blöd weiter. Was muss ich über die Kuppelstadt wissen? Das, was ich dir sagen kann, ist auch das Offensichtliche. Wir sind ein Schmelztiegel der Völker. Früher, als man müde vom Krieg war, herrschte Ruhe. Und man konnte in Frieden miteinander leben und handeln. Aber jetzt herrschen nur noch Gier, Wut und Angst. Draußen herrscht Krieg. Und hier drinnen werden dir die Splitter aus der Hand gestohlen, wenn du nicht aufpasst. Die Welt spielt verrückt.
Ja, das ist so. Und der Grund dafür ist das Verhalten nicht typisch für die Menschen? Boah, und der Grund dafür ist? Und der Grund dafür ist... Der Grund? Du meinst wohl die Gründe? Vielleicht hilft es dir, wenn ich dir sage, wie die Dinge stehen. Die Berserker leben immer zurückgezogener, seit sie ihre Gesetze erlassen haben. Die Outlaws sind noch unberechenbarer als vorher. Jemand wie dieser Duke hätte nie die Macht an sich reißen dürfen. Und während die Alps ihren eisigen Hauch über die Welt jagen, suchen die abtrünnigen Separatisten bei uns Unterschlupf. Allesamt dunkle Vorzeichen, dass wir erneut einer globalen Katastrophe gegenüberstehen. Und wir stehen mitten im Zentrum. Entmutigend, nicht wahr? Ach, das wird schon. Seit wann hast du den Vorsitz über die Kuppelstadt? Was wurde sonst noch im Konzil von Magalan beschlossen? Gibt es etwas, wobei ich dich unterstützen kann? Gibt es hier viele Diebstähle in der Stadt? Diebstähle? Gibt es hier viele Diebstähle in der Stadt? Viele ist gar kein Ausdruck. Ich glaube, hier treibt sich eine organisierte Bande herum. Aber sicher bin ich mir da nicht. Mir wird immer wieder von Diebstählen berichtet. Aber ein Schuldiger wird fast nie gefunden. Ich habe für jeden Hinweis, der zur Ergreifung der Diebe führt, ein stattliches Kopfgeld ausgesetzt. Wenn du also etwas weißt, komm damit zu mir. Ich mache dich zu einem reichen Mann. Okay. Gibt es etwas, wobei ich dich unterstützen kann? Wenn du helfen willst, dann gibt es da eine Sache, die zügig angegangen werden muss. Dir ist sicher schon aufgefallen, dass die Stimmung hier aufgeheizt ist. Ein Windzug und all das, was wir in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben, bricht in sich zusammen. Das gilt es zu verhindern. Erst kürzlich hat mir einer meiner Leute berichtet, dass die Outlaws eine Waffenlieferung erwarten. Das Letzte, was diese Stadt braucht, sind noch mehr Waffen. Schon gar nicht in den falschen Händen. Ich will, dass die Lieferung abgefangen und an mich übergeben wird. Okay. Wegen der Waffenlieferung? Wegen der Waffenlieferung. Du setzt deine Leute als Spitzel ein. Ich kümmere mich drum. Als Spitzel ein? Du setzt deine Leute als Spitzel ein? Natürlich. Anders ist es unmöglich, an brauchbare Informationen zu kommen. Solange wir die Übersicht über alle Geschehnisse haben, kann der Status quo erhalten werden. Informiert zu sein ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Gerade bei diesem arbeitsscheuen Gesindel aus der Wüste. Okay, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich darum. Gut, dann will ich dich mit dem Nötigsten ausstatten, damit deine Mission erfolgreich sein wird. Hier, nimm diese Splitter. Vielleicht wirst du sie brauchen, um ihr Vertrauen zu erkaufen. Dein Ziel ist eine Frau. Ihr Name ist Paige. Verwickel sie in ein Gespräch und hoff darauf, dass sie dich in ihren Plan mit einbezieht. Sie treibt sich hier irgendwo herum. Wo genau? Das wirst du selbst herausfinden müssen. Gibt es etwas, das ich über sie wissen muss? Außer, dass sie zu den Outlaws zählt. Nein. Sobald du die ihr zugedachte Ware bekommen hast, bringst du sie mir. Okay. Seit wann hast du den Vorsitz auf die Kuppelstadt? Was wurde sonst noch im Konzil von Magalan beschlossen? Ja, machen wir das zuerst. Im Grunde genommen alles, um einen andauernden Frieden zu sichern. Gefangenenaustausch, Sicherung der Landesgrenzen, Rückgabe fremden Eigentums und so weiter und so weiter. Zyniker würden sagen, die Verträge sind das Papier nicht wert, auf dem sie verfasst wurden. Aber solange sich der offizielle Status nicht ändert, halte ich mich an das, was beschlossen wurde. Einzig und allein kleinere Anpassungen erlaube ich mir. Das erfordern einfach die Umstände. Seit wann hast du den Vorsitz über die Kuppelstadt? Ich bin nunmehr 8 Jahre im Amt. 8 Jahre! Und einfach war es nicht, das kannst du mir glauben. Eine gewisse Neutralität zu wahren und zusätzlich den Alps die Stirn zu bieten. Bei Kalan, es gibt wahrlich angenehmere Posten, auf die man mich hätte setzen können. Und wenn dich jemand ablösen will, dann häng ihn an den Nagel. Dann soll er es wollen. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Und ich sage dir auch warum.
Das große Konzil von Magalan liegt jetzt schon etliche Zeit hinter uns. Das ändert aber nichts daran, dass die Verträge für mich noch gelten. Es wurde beschlossen, dass wir Kleriker den Vorsitz zugesprochen bekommen. Wir haben uns im Gegenzug verpflichtet, neutral zu urteilen und für die Sicherheit aller einzutreten. Dass wir aktuell mehr Strenge zeigen müssen, gefällt mir auch nicht. Aber anders können wir unsere Verpflichtung nicht erfüllen. Von den ganzen Dieben in dieser Stadt ganz zu schweigen. Okay. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir den Part beenden sollen oder ob ich das noch durchreißen soll. Für den Fall, dass wir schon am Ende sind, ne? Wisst was, ich mache extreme Überlänge. Ich traue mich das jetzt mal. Und zwar, wir haben jetzt eine Quest bekommen, ne? Waffenhandel, den will ich mir anschauen. Page. Die ist hier drüben. Oh, die ist gar nicht weit weg. Das ist praktisch. Das möchte ich mir gerne anschauen, ob das eine längere Geschichte ist. Sonst würde ich den Part beenden. Ansonsten versuche ich das schnell durchzufetzen. Hallo, Page. Ah, Frischfleisch. Wie hast du bloß die Kuppelwachen umgangen? Ich habe ja schon länger den Verdacht, dass man euch Berserker bevorzugt. Jedenfalls freut es mich, auf ein neues Gesicht zu treffen. Seit Alois die Sicherheitsmaßnahmen verschärft hat, sehe ich die immer gleichen Fressen. Da bist du genau der frische Wind, den ich gebrauchen kann. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Weil man hier für gewöhnlichen Haufen Splitter machen kann. Die Nähe zu den Alps sorgt dafür, dass die Leute nervös sind und in ihre Sicherheit investieren. Gerne auch zu überhöhten Preisen. Und genau da komme ich ins Spiel und versorge sie mit Waffen. Jedenfalls bis vor kurzem. Mittlerweile hat man mir innerhalb der Kuppel das Handeln verboten. Und das lässt du dir gefallen? Woher beziehst du deine Waren? Woher beziehst du deine Waren? Das meiste direkt aus Tavar. Was die dort mit einem Schraubenschlüssel und ein paar Handgriffen hinkriegen, lässt sich gut verkaufen. Womit ich auch schon auf das nächste Problem zu sprechen komme. Ohne ID-Karte ist es unmöglich, an den Wachen vorbeizukommen. Dummerweise habe ich meine aus der Hand gegeben. Und was macht eine Geschäftsfrau ohne Geschäft? Sie erzählt Kerlen wie dir, wie ungerecht die Welt doch ist. Nochmal zu deinem Handelsverbot. Ja, ja. Komm mir jetzt nicht damit, dass der Handel mit Waffen eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Was bitteschön machen ein paar Waffen mehr oder weniger schon aus? Sollen wir etwa mit Steinen nach den Alps schmeißen, wenn es losgeht? Sicher. Nichtsdestotrotz hat man alles konfisziert und eingeschmolzen. So sieht die angebliche Neutralität aus, die hier herrschen soll. Soll ich jetzt Mitleid haben? Hört sich für mich an, als bräuchtest du Hilfe. Alois hat mir gesagt, dass du eine neue Lieferung erwartest. Boah. Hört sich für mich an, dass du Hilfe brauchst. Hört sich für mich an, als bräuchtest du Hilfe. Das hast du gut erkannt. Wer glaubt, ich lasse mir das einfach so bieten, irrt. Da ich aus Tavar in nächster Zeit kaum Nachschub erwarten kann, musste ich andere Quellen auftun. Nimm diese Separatisten zum Beispiel. Sie führen hochwertiges Zeug mit sich herum. Und einer von ihnen, Radok heißt er, hat auch durchaus Interesse daran, mich zu beliefern. Aber ich muss jemanden finden, der hier frei ein- und ausgehen kann. Er hält sich nämlich in sicherer Entfernung von der Kuppelstadt auf. Und da ich hier nicht weg kann, läuft mein Geschäft erst wieder, wenn der Kontakt hergestellt wurde. Habe ich gerade richtig gehört? War Doc, unser Papa? Oder habe ich mich gerade verhört? Ich glaube, das passt schon so, ne? Das wird interessant. Das könnte eine längere Geschichte sein. Ich werde den Part jetzt doch beenden und noch einen zweiten dann machen. Sonst wird es vielleicht eine Stunde, der Part hier oder so. Das ist dann doch zu lang. Ihr Lieben, lasst mal's gut sein für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.